Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich einen DM-Haul für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was ihr zuletzt beim DM gekauft habt und ob ihr das Produkt gut oder nicht gut fandet. Das erste Produkt, was ich euch heute zeige, habe ich noch nie getestet, deswegen kann ich da noch gar nicht wirklich was zu sagen. Das ist von Balea das Niacinamid Serum. Das ist mit 10% Niacinamid und ich habe das bei ganz vielen Leuten in der Story gesehen und viele haben das halt abgefeiert, dass die Konzentration so hoch ist, weil die Konzentration in der Drogerie wohl bisher nie so hoch war. Und das Produkt, ich habe das jetzt extra hier mal nochmal gegoogelt, damit ich euch sagen kann, wofür das genau ist, weil mich hat das dann schon irgendwie angesprochen. Also das spendet Feuchtigkeit, verfeinert das Hautbild, verfeinert größere Poren und soll für einen glatten und ebenmäßigen Teint sorgen. Und ich hatte ja Probleme mit so unreiner Haut hier im Mundbereich und auch zwischen den Augenbrauen. Und ich bin es zwar eigentlich losgeworden, aber ich habe hier noch so... Ich merke, dass da irgendwie noch was ist und ja, ich dachte mir, ich teste das einfach mal und gucke mal, ob das weggeht. Dann habe ich mir auch noch ein neues Duschgel mitgenommen. Ihr wisst ja, dass ich die Duschgels von Tätisept total feier, deswegen habe ich hier wieder eins von Tätisept. Das ist die Sorte Hallo Verwöhnzeit und das ist mit Kakaobutter, Vanille und Macadamia. Wenn ich die Packung so öffne, dann erschlägt mich der Duft fast. Ich finde das viel zu viel und intensiv und zu süß und... Das ist mir wirklich zu viel, das so zu riechen, aber beim Duschen ist das wirklich richtig angenehm. Das riecht sehr nussig, sehr süß, sehr, sehr stark und sehr aufdringlich. Aber in der Dusche ist es, wie gesagt, angenehm. Ich mag die Sorte auf jeden Fall gerne, aber halt nur so zur kühleren Zeit. Also im Sommer könnte ich mir das nicht vorstellen, aber zur kühleren Jahreszeit ist das einfach... ja, ich weiß auch nicht. Ist einfach angenehm, damit zu duschen. Das spendet einem irgendwie Wärme, wenn das Sinn macht. Als nächstes habe ich hier mehrere Produkte von BH Cosmetics mitgenommen. Ich möchte nämlich in meinem nächsten Video DM Neuheiten testen und BH Cosmetics hat zusammen mit Doja Cat eine Kollektion rausgebracht und ich fand die Verpackung einfach wunderschön und da habe ich dann zum Beispiel hier diese Mascara mitgenommen. Das ist die Blooming Mascara. Da fand ich einfach diesen Applikator super interessant. Da bin ich echt mal gespannt, wie das funktioniert. Dann habe ich mir noch einen Highlighter mitgenommen und zwar den Champagne Loose Powder Highlighter. Ich zeige euch den mal gerade von außen. Ich finde, das sah einfach richtig cool aus. So finde ich die Farbe wirklich super, super schön. Allerdings sind da auch so gelbe Schimmerpartikel dabei. Ich hoffe, dass der nicht zu gelb sein wird. So sieht der jetzt wirklich so richtig schön Champagnerfarben aus. Dann haben wir hier noch was für die Lippen. Ich mag ja sehr gerne so Lip Balms für den Alltag. Und hier habe ich mir einfach so ein Light Tint Lip Balm mitgenommen. Das soll dann einfach so leicht rosa aussehen. Und dann auch noch ein Eyeliner. Ich bin ja jetzt wirklich nicht so der Eyeliner-Profi. Aber ja, ich konnte hier einfach nicht widerstehen bei diesen Verpackungen. Ich finde, das sah alles so schön aus. Und der heißt, glaube ich, einfach Goddess, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein... Calligraphy Eyeliner. Ich bekomme bald Besuch von ein paar Freundinnen. Wir haben so eine Gruppe gebildet und ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt, weil wir alle YouTube und Instagram machen. Und dann kommen Tara, Gözde, Heidi, Steffi und Mayra zu mir und die schlafen fast alle auch bei mir. Und deswegen brauchte ich dann Abschminktücher, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die ein oder andere nach welchen fragen wird. Und da habe ich von Balea die erfrischenden Reinigungstücher 3 in 1 mitgenommen. Fand ich auf jeden Fall ganz ansprechend mit 10% Aloe Vera und ohne Alkohol. Ich benutze eigentlich kaum diese Abschminktücher, es sei denn, ich übernachte mal bei einer Freundin. Ich meine, das passiert in meinem Alter nicht mehr so häufig. Da schläft man dann lieber zu Hause. Aber wenn so eine Pyjama-Party ansteht oder sowas, dann benutze ich das einfach mal. Die ganzen Sachen, die ich gekauft habe, habe ich online geshoppt. Und da habe ich gesehen, dass Adeko jetzt auch bei DM ist. Das finde ich richtig cool. Ich habe noch nicht wirklich viel von Adeko getestet, nur bisher Lidschatten und meine Mascara und war damit immer sehr zufrieden. Und das hier hat mich sehr angesprochen. Das ist ein Eyebrow Color Pen und der hat so eine Filzmine und damit soll man so ganz feine Härchen zeichnen können. Ich habe das Ganze in der Farbe Medium Brown mitgenommen
Und das werde ich auch für das nächste Video testen. Ich würde sagen, wir bleiben dann auch direkt mal bei Adeko. Ich habe mir da noch einen Concealer mitgenommen. Und zwar ist das der Longwear Concealer in Waterproof. Ich habe den hier in der Farbe Soft Ivory mitgenommen. Und mir ist eben schon aufgefallen, ich finde den dafür, dass der Ivory ist, relativ orangestichig. Ich mache das mal gerade hier auf meinen Handrücken, dann könnt ihr das mal sehen. Vielleicht kommt das in der Kamera auch gar nicht so rüber. Aber der ist schon relativ orange dafür, dass er Ivory ist. Von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt und ja, mal schauen. Ein Massageöl musste auch noch mit. Früher habe ich so oft Massagen von Paul bekommen, weil der kann das einfach super gut. Und der hat mir dann auch so Gutscheine mal gebastelt, die ich dann einlösen konnte. Und das hat irgendwie nachgelassen und ich werde ihn jetzt einfach zwingen, mich nochmal zu massieren. genau, dafür habe ich von Balea das Massageöl Orient Feeling geholt. Das duftet, wenn man das Ganze öffnet, irgendwie kaum. Ich dachte nämlich eben so, hä, Orient Duft, was soll das denn? Dann habe ich aber so ein bisschen zwischen meine Hände getan und es so verrieben und dann kam der Duft wirklich so ein bisschen raus. Das ist wirklich so ein orientalischer, weiblicher, relativ süßlicher Duft. Einer, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und übrigens, Paul hasst alles, was mit Kraulen zu tun hat und auch mit Massagen, sonst würde ich ihm natürlich auch eine geben, ne? So ist das nicht. Ich meine, ich habe zwar jetzt hier den Ring am Finger, aber ne, geheiratet habe ich ihn ja noch nicht, deswegen muss er sich noch ein bisschen anstrengen. Dann habe ich auch noch neue Slip-Einlagen gekauft. Die habe ich beim letzten Mal auch schon mitgenommen, die finde ich okay. Es gibt aber welche von Always, die finde ich besser, die waren nur online jetzt leider ausverkauft. Ich habe jetzt hier die Dailies 3-in-1 Comfort Dryness mitgenommen. Die sind super gut, also die kleben gut im Höschen, die verrutschen nicht. Man kann die mit einem Tanga gut tragen, die passen sich dem Höschen nämlich an. Und was mir aber aufgefallen ist, es gibt ja fast nur noch Slim-Einlagen mit frischem Duft. Wer möchte das? Also ich verstehe das nicht. Ich möchte da keinen Duft oder irgendwie sowas an meiner Freundin unten haben. Ich brauche das halt auch einfach nicht. Also es gibt ja auch eine Dusche, ne? Und ja, ich frage mich, wofür das ist mit diesem frischem Duft. Verstehe ich irgendwie nicht und finde ich auch irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für die Freundin da unten. Aber egal, auf jeden Fall habe ich diese hier geholt. Den Augen-Make-up-Entferner von Balea habe ich auch nochmal mitgenommen. Den verwende ich zwischendurch einfach super gerne. Zum Beispiel, wenn ich mein Gesicht gewaschen habe und ich merke, da sind noch Mascara-Reste, dann gehe ich damit nochmal drüber. Ich nehme das danach aber nochmal mit einem anderen Produkt ab. Also nicht, dass ihr denkt, ich lasse das dann drauf, weil das soll man ja auch nicht. Oder jetzt, wenn ich Halloween-Tutorials gedreht habe, dann habe ich das verwendet, um das Ganze wieder zu entfernen, weil nur mit Wasser und Waschgel ist das teilweise so ein bisschen zu viel, da braucht man dann ein bisschen mehr Unterstützung. Und da ist der wirklich immer sehr, sehr zuverlässig. Neue Haargummis habe ich auch noch gebraucht und die verwende ich eigentlich immer abends, wenn ich mir die Haare zusammen mache, um mein Gesicht zu waschen. Oder ja, eigentlich sind die eher so für zu Hause. Ich finde, die sahen online so ein bisschen anders aus. Ich finde die jetzt nicht so wirklich schön. Aber okay, also wie gesagt, ich werde sie ja nur zu Hause tragen, da reicht das. Und ich finde die einfach immer ganz angenehm, die sind schonend für die Haare und ja, die ziehen einfach nicht so. Die haben 2,45 € gekostet und die sind bei mir auch noch nie kaputt gegangen oder so, aber irgendwie verliere ich die. Also die werden irgendwie von irgendeinem schwarzen Loch eingesogen. Diese zwei Produkte hier von Catrice mussten auch mit, weil ich finde die Verpackung einfach richtig, richtig süß. Da habe ich einmal so eine Lidschattenpalette mitgenommen. Das ist eine Limited Edition, die ist vom Advent Beauty Gift Shop und es ist eine Mini Eyeshadow Palette in der Farbe Dazzling Pink Collection. Ich finde Dazzling Pink passt jetzt hier nicht so gut, weil das sind halt eher so Erdtöne. Hier könnt ihr das mal genauer sehen. Ich finde, das ist so eine richtig schöne Alltagspalette wegen den tollen matten Tönen, aber auch eine Palette, die man sehr gut abends verwenden kann wegen diesen beiden Glitzertönen hier. Habt ihr auch gerade gesehen, ich habe die schon verwendet. Die Töne sind hochpigmentiert. Ich liebe diese Palette und ich finde es toll, dass die so klein ist. Die kann man überall hin mitnehmen und ich denke, wenn ich das nächste Mal verreise, werde ich die hier so als Lidschattenpalette mitnehmen. Dann habe ich auch noch dieses kleine süße Produkt hier von Catrice geholt. Das ist ein Highlighter. Und ich finde, der sieht so hübsch aus von innen. Den habe ich noch nicht getestet. Da ist auch noch die Schutzfolie drauf. Und das ist auch eine Limited Edition vom Beauty, Advent Beauty Gift Shop. Das ist der Mini Powder Highlighter in der Farbe Lilac Frozen Glow. Lila? Lila kann ich hier nicht wirklich erkennen. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht lila. Ich mache das jetzt einfach mal. Jetzt muss ich es hier testen. Nee, das ist überhaupt nicht lila.
Aber das ist so ein kühlerer Highlighter. Ja, da weiß ich noch nicht, ob ich das mögen werde. So, hier könnt ihr das so ein bisschen sehen. Ich mag eigentlich mehr so die Champagnertöne. Ich finde, der sah auch eigentlich so relativ Champagnermäßig aus. Aber gut, mal gucken. Vielleicht gefällt er mir ja doch. Ich muss ihn einfach genauer testen. Dann habe ich auch noch eine Gesichtsmaske mitgenommen. Das ist von Balea, die Totes Meer Maske. Und die verwende ich, wenn dann ganz gerne mal auf meiner Nase oder im Kinnbereich, weil ich da eher mal mit unreiner Haut bzw. mit Mitessern zu kämpfen habe. Und ich habe das Gefühl, dass die mir da immer ganz gut hilft. Und eigentlich hätte ich die gar nicht gebraucht. Aber es hat bis zum kostenlosen Versand noch ein bisschen was gefehlt. Und da habe ich die einfach mitgenommen, weil die werde ich sowieso irgendwann aufbrauchen. Ich liebe einfach Trockenshampoo, vor allem jetzt, wo es kälter wird. Ich trage momentan auch super häufig Mützen. Meine Haare, die werden so schnell fettig, teilweise schon einen Tag nach dem Haare waschen. Und das kann halt echt nicht sein. Und ich habe halt einfach keinen Bock, jeden Tag meine Haare zu waschen. Deswegen habe ich mir hier nochmal von Balea mein Soft Cotton Trockenshampoo mitgenommen. Ich liebe ja den Duft davon. Und ja, das sorgt einfach immer wieder sehr gut für ein Fresh-Up. Und das hilft mir tatsächlich sehr, sehr gut dabei, die ein oder andere Haarwäsche zu überspringen. Und ja, das waren auch schon alle Produkte, die ich gekauft habe. Reicht ja langsam auch. Das waren wirklich ziemlich viele Sachen dieses Mal. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.